Hallo ihr Lieben, auf Instagram, hier Beate Glöser für euch mit einem spontanen Live. So bekommst du nicht mehr Geld. Und zwar habe ich mich, beobachte ich etwas oder ich habe das beobachtet oder mir wird auch darüber mal erzählt, etwas ganz Spannendes. Und zwar, wie Menschen mit dem Geld umgehen. Und mein Ausgangspunkt ist, beziehungsweise ich bin davon überzeugt, jeder von uns kann mehr Geld in sein Leben anziehen. Jeder kann mehr Geld haben, jeder ist ein Geldmagnet. Und es ist auch leicht, Geld anzuziehen. Und jetzt kommt aber ein großes Aber. Ich würde auch sogar sagen, dass die meisten Menschen sich mehr Geld in ihrem Leben wünschen. Aber was die meisten Menschen nicht können, ist, mit dem, was sie haben, gut umzugehen. Und du kannst in deinem Leben nicht mehr Geld anziehen, wenn du nicht mit dem, was du hast, auskommen kannst. Wenn du damit nicht umgehen kannst, wenn du mit dem, was da ist, nicht gut umgehen kannst, wenn du das nicht schätzt, wenn du nicht dafür dankbar bist, wenn du ständig dem Geld hinterher rennst und dir die ganze Zeit die Frage stellst, warum kriege ich das nicht hin, warum habe ich zu wenig, ja? Wenn du so mit deinem Geld umgehst, kann Geld nicht in dein Leben kommen. Und ich möchte dir ein ganz konkretes Beispiel aufzeigen, was ich auch damit meine, mit Geld gut umgehen zu können. Denn ich bin, also ich komme aus einer recht armen Familie, also arm, also wir haben nie gehungert, aber so, dass wir hatten zum Überleben alles, aber wir hatten nicht unbedingt alles, um gut zu leben. Ja, wir haben in einer Zwei-Zimmer zu viert gewohnt, das heißt, meine Eltern hatten ein Schlafwohnzimmer, wir hatten ein Zimmer zu zweit und also wir hatten immer genug zum Leben, also wir mussten nicht irgendwie auf der Straße sein, wir hatten ja auch ein Dach über den Kopf, aber es war nicht so, dass wir irgendwie große Sprünge machen konnten oder irgendwie uns gute Kleider kaufen konnten. Ich hatte ganz oft gebrauchte Kleidung von meiner Cousine gehabt oder geschenkte Dinge bekommen, das war so unser Normal. Aber was meine Eltern immer gut konnten, und das haben sie mir tatsächlich beigebracht, und das habe ich lange Zeit nicht verstanden, dass das so eine große Gabe ist, die ich von ihnen übernommen habe. Meine Eltern sind immer damit ausgekommen, was sie hatten. Das heißt, sie haben nie, also sie konnten mit dem, was da war, immer umgehen. Also was meine ich damit? Sie haben nicht sich Dinge gekauft, die sie sich nicht leisten konnten, ja. Und hier kommt an dieser Stelle also da darf man energetisch ein bisschen vorsichtig sein, weil das kann dazu führen, dass du dich nie ausdehnst, dass du praktisch sozusagen dir nie etwas erlaubst, was du dir sozusagen nicht leisten kannst. Auf der anderen Seite kann das aber, oder hilft dir das, mit dem, was da ist, umzugehen? Denn es gibt eine ganz, ganz einfache Rechnung, was das Thema Geld angeht. Und zwar, egal ob du Business hast oder ob du angestellt bist. Und die einfache Rechnung ist, es muss immer mehr reinkommen, als rausgehen. Das heißt, immer dann, wenn mehr Geld reinkommt, als Geld rausgeht, wirst du immer ein Stück reicher. Du wirst immer mehr haben. Aber wenn du ein Leben lebst, wo du jeden Monat mehr ausgibst, als das reinkommt, kann es nicht funktionieren. Ja, es kann einfach nicht funktionieren. Vor allem, und hier kommt es, weil ich ja in der Coaching-Branche unterwegs bin und ich selbst natürlich zum Teil mir Dinge geleistet habe, die ich mir aus Vernunftgründen hätte nicht leisten können. Aber hier spreche ich über die Differenz zu dem Thema, sich auszudehnen, ja? Weil es gibt den Punkt, ich dehne mich aus, aber es gibt auch den Punkt, ich lebe nicht über meine Verhältnisse, ja? Ich gebe nicht ständig mehr Geld aus, als ich habe. Und ich habe mich immer ausgedehnt und habe praktisch in Coachings in mich investiert, was übrigens auch ein Unterschied ist. Ein sehr, sehr großer Unterschied ist, ob ich
in mich investiere, von dem ich weiß, ich werde meine Fähigkeiten, das, was ich dort lerne, ich werde das zu Geld machen, ja, ich werde besser in dem, was ich tue, und dadurch werde ich mehr Menschen helfen, weil Geld bedeutet auch, ich helfe immer mehr Menschen. Ja, wenn ich sage, ich möchte mehr Geld verdienen, heißt das für mich, ich möchte mehr Menschen helfen. Ich möchte mehr Menschen, das, was ich kann, das, was ich weitergebe, sozusagen in die Welt ausbreiten, weil ich dafür stehe und ich bin zu 100% davon überzeugt. Jeder Mensch hat das Recht auf reich sein, auf viel Geld verdienen. Und zwar so, dass er ein Leben lebt in Fülle, in Würde, in Gut. Ja, in Gut. So. Und was beobachte ich, worüber ich sprechen wollte? Ich beobachte folgendes Phänomen. Ja. Ich buche mal ein Coaching. Ich liebe es, Coaching zu buchen, ja. Verstehe mich nicht falsch, weil ich bin so gewachsen, weil ich mir erlaubt habe, Coachings zu buchen und weil ich mir erlaubt habe, Coachings zu buchen. Hallo, lieber Stefan. Schön, dass du da bist. Yes, genau. Ich habe mir erlaubt, Coachings zu buchen, die im ersten Moment für mich sich angefühlt haben wie die krasseste Ausdehnung ever. Das ist verrückt, so viel Geld in mich zu investieren, ja. So. Aber jetzt kommt folgender Punkt, den ich immer beachtet habe. Ich habe ein Coaching gebucht und ich wusste, und das ist kein Hoffen, kein Glauben, ich wusste es, weil, und das ist etwas, was ich von meinen Eltern gelernt habe. Meine Eltern haben mir einfach beigebracht, wenn ich etwas kaufe, bezahle ich es. Wenn ich mich zu etwas committed habe, bringe ich es zu Ende. Das ist etwas, was für mich nicht diskutierbar ist. Und zwar egal, ob das ein Produkt, ein physisches Produkt ist oder ob das ein Coaching ist. So, und was ich beobachtet habe und was mir auch erzählt wird, auch von meinen Kunden, ja, also ich kenne das. Ich buche ein Coaching. Ich habe keine Ahnung, wie ich es bezahlen soll. Ich denke nicht mal drüber nach, sondern ich buche ein Coaching mit dem Gedanken, mit der Hoffnung, wenn ich das schon buche, werde ich es irgendwie hinkriegen. Die wird mir schon zeigen, wie ich das Geld bekomme. Und jetzt kommt noch weiter. Und das ist richtig crazy. Das Denken oder das, also ich glaube, die Einstellung, die manche haben zu nicht physischen Produkten, die ist einfach anders wie vielleicht zu physischen Produkten. Weil ich glaube, keiner würde auf die Idee kommen, ich bestelle ein Auto, ich gehe zum Porsche, ich bestelle ein Auto und ich gebe das in Auftrag und dann ist es da und dann sage ich, oh, ich glaube, ich will es doch nicht. Ja, weil du weißt, du hast einfach keine andere Wahl, als du hast es bestellt, also machst du es. Punkt. Da gibt es einfach kein Wenn und Aber. Das ist uns allen einfach klar. Und das ist für mich egal, ob das ein physisches Produkt ist, ob es eine Dienstleistung ist, ob das ein Auto ist, ob das ein Haus ist, ob das ein Tisch ist, ein Stuhl. Für mich macht das keinen Unterschied. Ich bestelle und ich bezahle. Ich bestelle und ich weiß, es ist meins. So, in dem Moment, wo es meins ist, es fließt ein Energieaustausch. So, was passiert? Ganz häufig. Es wird was bestellt und dann denke ich, ah, ich weiß es nicht, ach, es hat nicht funktioniert, ach, ich weiß es nicht, ach, vielleicht muss ich das nicht bezahlen, ach, ich warte mal, ich lasse mir Zeit. Und hier kommt ein ganz, ganz großer Fehler, der einen richtig in den Mangel schießt. Und zwar, der Fokus, anstatt den Fokus darauf zu haben und die Sicherheit zu haben und zu wissen, alles ist für mich. Und ich habe das bestellt, ich weiß, es ist für mich. Ich weiß, ich habe die Fähigkeiten, erstens die Rechnung zu bezahlen, dann darüber hinaus noch sehr, sehr viel mehr. Warum ich das weiß? Weil ich es einfach weiß. Punkt. Und hier wird der Fokus zerstreut und dann wird wieder im Außen gesucht nach etwas Neuem. Nach etwas, nach jemandem, der mich rettet aus der Situation, in der ich jetzt zum Beispiel bin.
Und ich habe tatsächlich erlebt, Menschen, die haben ihre Rechnung nicht bezahlt und dann haben sie sich in ein anderes Coaching eingekauft, obwohl sie noch nicht mal die Rechnung bezahlt haben aus dem vorherigen Coaching. Und hier kommt jetzt ein großes Problem, ja, weil das Problem ist, wenn das Coaching, das sie nicht bezahlt haben, anscheinend für sie nicht funktioniert hat, hat es unter Umständen, und das passiert bei den meisten, den Glaubenssatz gestärkt, es funktioniert für mich nicht. Da könnte vielleicht sowas gestärkt werden wie, für alle anderen funktioniert es, für mich funktioniert es nicht. Ich brauche was anderes. Das heißt, ich füttere mein Unterbewusstsein mit sehr ungesunden Glaubenssätzen für mich und für meinen Geldfluss. Und dann bin ich in dieser Energie. Oh, hilf mir, rette mich. Oh, vielleicht, wenn ich jetzt zu der gehe, oh, bei der ist das Marketing jetzt gerade richtig geil, bestimmt wird das besser. Ich nehme das sofort. Und die kommen aus der Mangelenergie in die andere Mangelenergie und der Coach kann überhaupt nichts dafür, dass du nicht vorankommst, weil du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast, weil du mit dem Geld, was du hast, nicht umgehen kannst. Wenn ich etwas buche und ich habe beides schon erlebt, ja, einmal, ich kenne natürlich diese, ich kenne, sonst könnte ich nicht so darüber sprechen. Natürlich kenne ich das, so wenn es mir nicht gut ging, so, oh, brauche Hilfe, ich will, dass mir jemand hilft und dann suche ich nach im Außen, wer mir helfen kann, ja. Das hat nie funktioniert. Es hat einfach nicht funktioniert. Aber ich kenne das und das ist das, wieso ich jedem, der mit mir zusammenarbeitet, jedem oder auch in jeder meiner Masterclasses sage ich, wenn du es fühlst, wenn du richtig Bock hast, in meiner Energie zu sein, wenn du spürst, dass es dich wirklich anzieht, ja, und wenn du dir das möglich machen kannst, dann komme. Aber komme nicht, wenn du glaubst, dass ich dich retten werde, weil ich werde dich nicht retten. Es wird dich keiner retten. Der Einzige, der dich retten wird, bist du selbst. Und du wirst niemals mehr Geld verdienen, wenn du das nicht in den Griff bekommst, wenn du mit dem Geld, was du hast, nicht klarkommst. Und ich bin so davon überzeugt, dass jeder, wirklich jeder, viel Geld verdienen kann. Aber es gibt ein paar Grundsätze und diese Grundsätze, die sind so essentiell wichtig. Die sind so essentiell wichtig. Ich habe auch schon parallel mehrere Coachings gebucht, ja. Aber ich habe sie auch alle bezahlt. Ich habe sie auch alle bezahlt, ja. Ich habe mir auch schon Geld geliehen oder bin an meine Reserven dran gegangen und habe gedacht, ich muss sterben, ja, wenn ich das mache. Aber ich habe es bezahlt. Das war meine Ausdehnung. Das war meine Ausdehnung. Ich habe nicht gehofft. Und das ist der Unterschied. Und deshalb der einfachste Weg, erstmal mehr Reichtum in dein Leben anzuziehen. Und das kann wirklich jeder, und zwar egal an welcher Stelle du bist. Also auch, ob du 1000 Euro im Monat verdienst, 2000 Euro, 10.000, 20.000 Euro, du kannst auf jedem dieser Level, kannst du Mangel kreieren. Weil du mit dem, was da ist, erstens nicht wertschätzend umgehst, zweitens zu viel Geld ausgibst, nicht investierst, sondern ausgibst. Es gibt einen großen Unterschied dazwischen. Aber es gibt auf jedem dieser Level, 1000 Euro, 2000, egal wie viel, 10.000 Euro, gibt es einen Weg, wie du mehr kreierst. Und der erste Punkt, es gibt sehr, sehr viele Dinge, die ich über dir Geld erzählen kann, aber das möchte ich gerne dir hier sagen. Und das ist so einfach, das ist so Kindergarten, ja, das ist Grundschullernen. Mach dir einfach einen Plan. Wie viel Geld ist da? Also du darfst einen Überblick haben. Ich hatte nie einen Plan, weil ich weiß einfach, wie viel Geld reinkommt und ich weiß, wie viel Geld rausgeht. Ich habe keinen Plan, den ich mir aufschreiben musste, weil ich immer mehr Geld bekomme, als ich ausgebe. Punkt. Das ist einfach mein Glaubenssatz. Es kommt immer mehr Geld als rein, also es kommt immer mehr Geld rein, als raus. Punkt. Genau, know your numbers, ganz genau, Stefan. Ich kenne meine Zahlen, aber die meisten kennen sie nicht. Das heißt, wenn du sie nicht kennst, schreib sie dir auf. Habe einen Überblick darüber, was hast du für Einnahmen, was hast du für Ausgaben. Und jetzt kommt's.
das very, very important thing ist, fokussiere dich auf deine Einnahmen. Erhöhe deine Einnahmen. Und wenn du gerade im Moment in einer Situation bist, wo deine Ausgaben höher sind als deine Einnahmen, Fokus auf Einnahmen zu 100%, dass es mehr sein darf. Und vielleicht an der einen oder anderen Stelle kannst du aber dir auch trotzdem angucken, was kann ich jetzt gerade auch als Ausgaben, kann ich reduzieren. Aber niemals so, dass du den kompletten Fokus hast auf Ausgaben, ja, weil da, wo dein Fokus geht, geht auch deine ganze Energie. Das heißt, das machst du größer und das wollen wir ja gar nicht größer machen. Wir wollen die Einnahmen vergrößern. Und das ist das, was ich mit dir gerne teilen wollte. Aber dieses Hoffnung, ich buche mal ein Coaching und der rettet mich aus meiner jetzigen Situation, nein. Und vor allem mal gucken, ob ich es bezahle, nein. Das ist nicht mit Geld umgehen können. Mit Geld umgehen können ist, ich buche, ich bezahle und ich mache was draus. Ich weiß, das wird das geilste ever. Warum? Weil ich es entschieden habe. Das ist die Haltung. Ja, und wenn du mehr darüber wissen willst, wenn du in der Tiefe darüber arbeiten willst und weißt so, hey, das ist richtig geil, einfach dieses Mindset für mich zu verinnerlichen, ja, dieses, ich will, hallo liebe Sarah, schön, dass du da bist, ja, wenn du genau das für dich verwirklichen willst und diese Grundsätze als deine Standards, ich glaube, das ist das richtige Wort, das sind meine Standards, ich weiche davon nicht ab. Das ist einfach, für mich gibt es das nicht. So, oh ja, ich weiß es nicht, ich eiere so ein bisschen jetzt rum. Und nee, mein Standard ist, ich buche, ich bezahle und ich entscheide mich für den Erfolg. Das ist mein Standard. Und davon weiche ich nicht ab. Und wenn du mehr von diesen Standards haben willst und wenn du selbst in dein Leben einziehen willst, wenn du lernen willst, wie du außergewöhnliche Ergebnisse kreierst, und ich komme aus dem 1.000 Euro netto im Monat, ja, aus dem sozialen Bereich. Ich bin Diplompädagogin, ich habe einen Kindergarten geleitet. Also ich komme nicht aus dem, mein Gott, mir hat das jemand beigebracht. Aber wobei, ich habe euch erzählt, meine Eltern haben mir genau das beigebracht. Sie hatten nie viel, aber sie konnten damit umgehen. Meine Eltern haben mir beigebracht, jede Rechnung wird bezahlt. Das ist so ein Gesetz. Und das hat mein Leben komplett verändert. Was sagst du den Leuten, die immer sagen, habe jetzt das Geld nicht? Also es kommt darauf an welcher Stelle die sind. Also wenn jemand mit mir zusammenarbeiten will und sagt, ich habe das Geld nicht, ja, ich kenne das von mir auch, dass ich dachte, ich hätte das Geld nicht. Und ich habe irgendwann mal aufgehört, mir zu sagen, ich habe das Geld nicht. Das heißt, da sage ich schon auch, wenn alles möglich ist, also das ist so eins meiner Sätze, ich liebe es mir zu sagen, wenn alles möglich ist, wie kann es gehen? Wie kann es gehen, dass ich wirklich mich ausrichte auf das, wie kann es gehen? Wie kann es gehen? Wie kann es gehen? Ich sehe mich da drin. Ich erzähle mir nicht, ich habe das Geld nicht, Punkt. Ich will mir das einfach nicht erzählen und ich versuche den Menschen weiß zu machen oder denen aufzuzeigen, dass genau dieses Denken dazu führt, dass sie nie Geld haben, dass sie das Gefühl haben, auch nie Geld zu haben. Und ich habe damals, als ich nicht so viel Geld hatte wie jetzt, ich bin einkaufen gegangen und damit fängt es an, dein Mindset im Alltag zu trainieren. Hallo liebe Claudia, ich bin mit dem Mindset einkaufen gegangen, ich kann mir hier alles leisten. Ich kann mir alles leisten. Das heißt, ich trainiere mein Mindset im Alltag und es überträgt sich auf viele andere Dinge. Und wenn ich dann, ich weiß, als ich mein erstes Coaching bestellt habe im mehrfach fünfstelligen Bereich oder im fünfstelligen, dann mehrfach fünfstelligen, dann auch im sechsstelligen Bereich, ich wusste nur, ich will es. Ich will es haben. Ich will es haben. Ich weiß nicht, wie es möglich sein soll, aber ich will es haben. Aber es war nicht so, dass ich es bestellt habe und gar keine Idee hatte, wie ich es bezahle. Und ich glaube, an diesem Punkt ist sozusagen der Fehler im System, ja, so nach dem Motto, ah, ich bestelle es und die wird es mir irgendwie zeigen und das Geld kommt vom heiteren Himmel. Nein, ich wusste, was meine Einnahmen sind, ich wusste, wie viel mehr ich machen muss, damit ich es mir leisten kann, ich wusste, ich habe noch meinen Mann, ich kann ihn fragen, ich wusste, ich habe da was an der Seite, ich hatte immer so ein Stück Worst Case,
Aber ich wusste, es gibt nichts, was dazwischen kommen könnte, dass ich es nicht hinbekomme. Yes, es ist die Attitüde von ich will es wie die Luft zum Atmen. Und zwar, und das ist vielleicht geil, dass du das schreibst, es ist nicht dieses ich will Mangel, ich will, weil es gibt ja so dieses auch, ich will kann sozusagen dich richtig nach oben katapultieren, aber es kann dich auch nach unten katapultieren, wenn das ein ich will ist so, ich will das aber auch haben. Ja, wenn das dieses ich will ist so, oh Mann, wieso geht's den anderen? Ich will es auch. Ja, das ist, wenn so dieses ich will es aus dem Mangel ist, ist es nicht geile Einstellung, aber es ist dieses, es ist dieses, ja genau, Desire. Es ist dieses unbändige Verlangen, von dem Napoleon Hill in seinem Buch Denke nach, werde reich spricht. Ne? Dieses Desire, ich liebe dieses Wort Desire. Und es ist, für mich ist es ein State von, es ist schon da. Schau mal, der Unterschied zwischen ich will, auch wenn ich sage das auch oft, ich will es, aber es ist eigentlich kein ich will es, sondern ich habe es. Das ist doch viel geiler, oder? Ich habe es. Es ist da. Es ist da. Ich sehe mich da drinne. Das ist es. Ja. Oh, ich liebe diese Energie. Ja, das ist so, oh mein Gott, es ist, ich bin da. Weil so holst du dir letztendlich das aus der, also so holst du dir das in die 3D-Welt. Es ist noch nicht in der 3D-Welt, aber es ist schon in deinem Geist. Es ist schon in deiner ganzen Attitude. Es ist schon in deinem ganzen Wirken. Das heißt, alles, was du tust, ab sofort, zahlt genau darauf ein, dass das in Erscheinung tritt. Ja, es ist erst, Bob Proctor sagte immer, if you can hold it in your mind, you can hold it in your hands. Oh, danke, liebe Anna. Ich bin so dankbar und fühle mich gesegnet, dass ich so viel von dir lernen durfte. Wir sehen uns beim Unchain. Ich freue mich. So schön, ja. Es ist schon da. Es ist schon da. Und deshalb, das ist ein Tanz. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist so ein Tanz zwischen eben, es ist Ausdehnung, aber gleichzeitig, ich gucke, was gerade da ist. Ich dehne mich aus, weil ich mir auch mehr Investitionen erlaube. Aber gleichzeitig habe ich trotzdem einen Überblick über das. Das ist, ich will, aber gleichzeitig bin ich da. Es ist ein Tanz zwischen der 3D-Welt und zwischen der noch nicht in, also sozusagen der manifesten Welt. Ich bin auch gerade so dankbar für dein Live, Beate. Oh, danke, lieber Stefan, so schön. Freue mich. Ich glaube, dass das etwas war, was, und das habe ich lange nicht erkannt, dass das etwas war, warum ich irgendwann so auch durchgestartet bin, weil ich habe auch, ich habe, vielleicht erzähle ich zum Abschluss diese eine Geschichte, ja. Kraftvolle Worte, Ria, danke dir für diese Worte, für deinen Kommentar. Also danke auch, dass ihr so mitmacht hier, richtig schön. Eins meiner, also meiner krassesten Ausdehnungen, und die Geschichte erzähle ich euch jetzt noch zum Abschluss, war tatsächlich, als ich parallel zwei VIP-Coachings gebucht habe. Und jetzt sage ich euch ganz unverblümt, wie ich es gemacht habe und was das für mich für eine Ausdehnung bedeutet hat. Weil da drin steckt ganz, ganz viel von dem, von der Wahrheit, die ich jetzt hier gerade mit euch geteilt habe und von meiner Haltung. Da steckt so viel drin. Und zwar habe ich, das war 2021, genau 2021 habe ich, war das Jahr, wo ich am meisten in mich investiert habe. Und zwar aus diesem State heraus nicht, oh, ich brauche das so, sondern ich habe eigentlich gearbeitet und habe das ganze Geld immer in mich investiert. Also ich war so on fire, viele Dinge neu zu lernen und mit Menschen zusammen zu sein, die mich so empowert haben, die ich bewundert habe, die einfach in mir, zum Teil, die ich aber auch verurteilt habe, wenn ich ehrlich bin, aber die etwas in mir ausgelöst haben. Und ich habe mein erstes, so ein krasses Coaching habe ich für 80.000 Euro gebucht in diesem Jahr. Man muss dazu sagen, ich habe zu diesem Zeitpunkt schon mehrfach fünfstellig verdient. Also mehrfach fünfstellige Umsätze gehabt. Und ich habe dieses 80.000 Euro Coaching gebucht und ich dachte, ich sterbe.
Also ich dachte, ich sterbe, wie soll ich das bezahlen? Und also ich hatte, obwohl ich schon fünfstellig verdient habe, habe ich das Gefühl gehabt, eigentlich kann ich es mir nicht leisten, weil ich bis dahin mir nie in dieser Summe, in dieser Höhe etwas erlaubt habe, in mich zu investieren. Und ich habe, und das bedeutete praktisch 10.000 Euro im Monat. Nein, das war nicht bei Katrin. Und ich habe es gebucht und ich habe mich übergeben. Mir war es schlecht. Also es war wirklich so, oh mein Gott, oh mein Goodness, oh, was habe ich da gemacht? Und es war auch noch jemand, der gar nicht so wirklich bekannt war. Und ich fand sie auch noch nicht mal so richtig toll, wenn ich ehrlich bin. Aber die hat mich getriggert und deswegen habe ich sie gebucht. Weil ich bin so eine Verrückte, wenn mich etwas triggert, wenn mich etwas aktiviert, dann weiß ich, es ist für mich. Und vor allem weiß ich, dass ich das in die Heilung bringen darf. Das bedeutet für mich, solange ich etwas verurteile im Außen, bin ich nicht in der Einheit. Und das bedeutet, da ist eine Aufgabe für mich. Also habe ich die gebucht und nach kurzer Zeit dachte ich so, ich kam auch an diesen Punkt, wo, glaube ich, viele kommen, ja, war das die richtige Entscheidung? Die Calls, die fand ich langweilig teilweise, wenn ich ehrlich bin. Ich bin dann nicht erschienen zu den Gruppencalls, weil die irgendwie mir nicht so viel gegeben haben. Und ich bin so ein bisschen in eine Negativspirale reingerutscht und habe das aber nicht sofort gemerkt, sondern ich habe mich ein bisschen zurückgezogen. Es war ein VIP-Coaching und ich habe mich ein bisschen zurückgezogen. Und dann habe ich aber irgendwann mal, habe ich mir die Frage gestellt, weil wenn alles richtig ist, ja, ist das ja auch richtig. Und dann dachte ich, was ist eine Goldfrage? Kannst du dir aufschreiben, wenn du willst. Jedem meiner Kunden sage ich das. Was ist daran richtig, was ich noch nicht verstehe? Und diese Frage habe ich mir angefangen zu stellen. Was ist daran richtig, was ich noch nicht verstehe? Was ist daran richtig, was ich noch nicht verstehe? Und dann kamen auch Impulse. Und dann war aber es auch so, ich glaube, sie hat das auch gespürt. Und dann haben wir uns wieder angenähert und es war super, also am Ende, es war die beste Entscheidung ever, weil jedes meiner Coachings ist meine beste Entscheidung ever, weil ich es entscheide. Auch wenn ich zwischendrin zweifle, auch wenn ich zwischendrin in Frage stelle. Weil Energie ist ja immer Bewegung, ja. Das heißt, du darfst auch mal in Frage stellen. Ohne in Frage stellen kein Vertrauen, ja. Ohne Zweifel kein Vertrauen. Das heißt, es darf sich bewegen. Die Frage ist einfach, wohin bewegst du deine Energie? Lässt du es an dem Punkt stehen, war für den Arsch oder war für den Arsch, aber was ist, wenn nicht? Ah, schau mal, könnte vielleicht für mich richtig wertvoll sein. Vielleicht sehe ich es noch nicht. Das heißt, das sind meine Gedanken, die ich dann denke. Verstehst du? Das ist so wertvoll, was ich gerade hier sage. Ja, du lässt es nicht bei einer Aussage stehen, so nach dem Motto, es ist vorbei, so, es ist blöd, weil in dem Moment, wo du sagst, es ist blöd, es hat sich nicht gelohnt, 80.000 Euro im Arsch, ja, ist es deine Wahrheit. Und du agierst anhand von dieser Wahrheit. Jeden Schritt, den du ab diesem Moment machst, machst du aus der Energie heraus, es hat nicht funktioniert. Blöd, oder? Vor allem, ich hatte ja noch weitere 7 Monate oder so. Anyways, also ich bin wieder in den Raum gegangen. Ich habe dann ganz, ganz viele Geschenke gefunden und es war auch super geil. Und trotzdem kam im November, das war August, im November kam jemand in mein Feld, bei der ich auch gefühlt habe, ich muss da rein. Und das war für mich, 100.000 Euro Coaching war das. Und das war etwas, wo ich gedacht habe, oh mein Gott. Ich lehre Impulse and Go, ne? Impulse and Go. Und ich hatte das so sehr gespürt, aber ich habe natürlich erzählt, nein, es ist kein Impuls, nein, nein, das muss ich nicht haben. Ich habe dann lieber ein günstiges Programm gekauft für 4.000 Euro und dachte ich, das passt schon. Aber es war nicht der richtige Raum. Und jetzt habe ich mich entschieden, trotz dass mein Coaching damals von 80.000 Euro noch nicht abbezahlt war, in das Neue reinzugehen. Und jetzt kommt etwas, was ich vorher erzählt habe, was du zusammenfügen kannst. Ich habe nicht einfach nur ein zusätzliches Coaching gebucht, sondern ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Ich hatte den Impuls, aber ich hab auch mir die Gedanken gemacht, okay, wie mache ich das? Und was ich dann entschieden habe, war, okay, was ich jetzt mache, ich bezahle komplett das erste VIP-Coaching auf einmal. Es waren, glaube ich, 50.000 Euro noch übrig zu bezahlen und ich habe gesagt, egal wie, ich
bezahle das auf einmal. Ich hätte genauso sagen können, naja, 20.000 Euro im Monat kann ich auch, weil ich bin die Unternehmerin, die 20.000 Euro im Monat verdient, easy peasy, und kann das bezahlen. Aber so habe ich es nicht gemacht, weil, und ich glaube, an dieser Stelle übernehmen sich manche, weil die denken, die bezahlen das erste noch nicht zu Ende, dann gehen sie in das andere, aber das erste ist schon schwer. Für mich war es nicht schwer, 10.000 Euro im Monat zu bezahlen, ja, weil ich wusste, ich verdiene das Geld immer und ich gewinne immer Kunden. Das ist mein Glaubenssatz von mir. Und dann habe ich praktisch das erste VIP-Coaching, ich habe es abbezahlt, und dann hatte ich weiterhin nur in Anführungsstrichen die 10.000 Euro im Monat zu bezahlen. Und das ist einfach eine andere Voraussetzung. Und nicht so, ah ja, ich probiere mal, vielleicht klappt es, weil das eine funktioniert nicht, vielleicht funktioniert das andere. Und da kannst du vielleicht, das ist von mir eine Einladung an dich, wenn du dieses Live gehört hast, kannst du gerne auch kommentieren drunter, ob dir das, vielleicht hast du das eine oder andere Aha gehabt in diesem Live. Freue ich mich darüber, weil du musst wissen, also du musst lernen, mit dem Geld umzugehen, was du gerade hast. Und wenn du dich ständig übernimmst und ständig nach der Lösung im Außen suchst, du wirst diese Lösung im Außen nie finden. Ich habe sie auch nicht im Außen gefunden, ich habe sie in meinem Innen gefunden. Ich habe erkannt, was für Geschenke ich in dem ersten VIP-Coaching hatte. Ich habe es erkannt, was ich für Geschenke im zweiten VIP-Coaching hatte. Und was dann passiert ist, war einfach Magic, weil ich habe mir vorgenommen, mein Ziel war, sechsstellig im Monat zu verdienen. Und ich war direkt, ich glaube, ein, zwei Monate drauf, war ich sechsstellig im Monat. Und zwar zufällig wie nebenbei, als ich in Mexiko war. Das war crazy. Ja. Ich war im 2022, war ich mit meiner Familie 2 Wochen in Mexiko. Und in dieser Zeit, ich habe natürlich auch gearbeitet, aber in dieser Zeit wurde ich sechsstellig. Und das ist crazy, das ist krass. Ja. Warum? Weil ich einfach diese Standards habe von mir, Standards, wie ich Entscheidungen treffe. Also das alles, was ich dir hier gerade erzählt habe, das ist so, so Gold wert. Und wenn du das auch möchtest, wir starten am 16.05. mit Thinking into Results. Als das letzte Mal mache ich das live, als Live-Durchgang. Wenn dich das ruft, kannst du in meiner Bio dir angucken oder kannst mir gerne auch schreiben. Und wir haben ein paar sehr, sehr wenige Plätze für mein Live-Event. Und Live-Event mit mir ist etwas sehr, sehr Besonderes, weil ich keine Live-Events mache. Also ich habe seit 2 Jahren kein Live-Seminar gegeben. Und an diesem Live-Event, das ist sowieso ein sehr, sehr besonderes, weil wir haben das bis jetzt gar nicht öffentlich gemacht, weil wir hauptsächlich unsere Kunden eingeladen haben. Und wir haben ein paar wenige Plätze noch frei. Und das ist vom 3. bis 5. Mai in Niedernhausen. Heißt Unchain Your Greatness. Und da gehen wir richtig krass einfach rein, das, was ich lehre, in die Verkörperung. Also es wird so, so groß. Das Tier ist nur zu empfehlen. Danke, liebe Anna. So, also wenn ihr dabei sein wollt, schreibt mir gerne, kommentiert drunter. Ich schicke euch den Link. Ich freue mich auf jeden Einzelnen, der dieses Ja für sich gibt, weil es wirklich, es ist am Ende, es ist immer ein Ja zu dir selbst. Es ist nicht das Ja zu mir, sondern es ist das Ja zu dir, wenn du spürst, dass das etwas ist, was du, ja, dass es die Energie ist, in der du sein willst, wenn du spürst, dass du weißt, dass es dir hilft, dass du das einfach willst, vielleicht auch sogar nicht weißt, warum du es willst. Wir wissen das oft gar nicht. Wir denken ganz oft bewusst, dass wir uns für einen bestimmten Grund, für jemanden entscheiden, aber am Ende ist es immer eine Erlaubnis. Ich will es einfach irgendwie machen und ich spüre es. In diesem Sinne, ihr Lieben, danke fürs Zusehen, danke fürs Zuhören und wir sehen uns. Bis dann. Danke für deine Zeit und dass du bis zum Schluss gehört hast. Wenn es dir gefallen hat und es dir geholfen hat, bitte teile den Podcast gerne auf Social Media und mit deinen Freunden. Du würdest uns auch helfen, wenn du dir ein paar Minuten Zeit nimmst und uns eine Bewertung schreibst. Mein größter Wunsch ist es, dieses Wissen an möglichst viele Menschen weiterzugeben, um so das Leben ein Stück zu einem besseren und liebevolleren Ort zu machen. Wenn du etwas mit uns teilen möchtest oder mehr von uns hören magst, findest du uns auf Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn oder auf unserer Webseite. Die entsprechenden Links findest du in den Shownotes. Danke, dass du da bist und ich freue mich auf dich bei der nächsten Folge. Deine Beate.